Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge South Park The Fractured Butthole. Oh, hey, kleiner Homie, ich bin's, Classy. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fickt. Alles klar, Classys Brenner. Königin der Fahrerflucht. Ja, upsa. Das wollte ich alles gar nicht. Was haben wir hier? Aha. Seine Picks. Die wir noch aufhängen müssen. In unserem Charakterbogen. Ja, der ist mittlerweile komplett ausgefüllt. Haben wir jetzt alle vier. Weiß Bescheid. Können alle vier Beschwörungen durchführen. Noch unser Mumiengerät an. Ach komm, wir ziehen uns mal um. Wenn wir schon dabei sind. Rollen wir uns ein bisschen mit Klopapier ein. Jawohl. So, wir müssen zu den Freedom Pals. Die sind alle in der Basis, soweit ich weiß. Wir haben einen Anruf von Mysterio bekommen. Und jetzt in die Base. Franchise-Plan. Man kann ja kaum noch was erkennen. Die kommen wohl in der Nacht und haben das Sicherheitssystem geknackt. Tim, wer zum Teufel tut sowas? Ich wette, das waren die Sechstklässler. Das war Cartman. So wenig Stil. Nein, das war jemand, der uns persönlich treffen wollte. Ja, Siri. Eine neue Videonachricht. Spiel sie ab. Vollbild. Jawohl. Wo sind wir hier? Hey, das sind doch Wunderaufs Eltern. Das ist eine Nachricht an Kuhn and Friends. Fuck, verdammt! Sieht aus, als hätte ich was, das der Neue will. Trifft sich gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn! Ich hätte dir einen Handel anzubieten. Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Ja! Alles klar. Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Und beeil dich! Sonst gibt es noch mehr hiervon. Wo sind sie, Fettarsch? Wo ist wer, Humankind? Wunderarschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter! Du hast Wunderarschs Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Pals ankotzt! Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sag's ihm, Leute! Du hast 5 Sekunden, Cartman! Ich bin auf deiner Seite, Wunderarsch! Du glaubst mir doch! Oder? Warte mehr! Ich beweise meine Unschuld, Wichser! Los, schnappen wir uns den Fettarsch! Alles klar, alle ihm hinterher. Was ist los? Was hat er gesagt? Was ist das denn? Ich hab alle Kräfte! Jawohl! Was ist denn los? Alter Vater! Ich hab alle Klassen jetzt einfach so. Hm, ja, hier, guck. Ah, ist auch mal was zu tun, ne? Wobei ich eigentlich meine Kräfte ziemlich mag. Und was haben wir denn hier für Ultimates? Ne? Eine nach vorne, eine nach vorne. Elementarist. Heal. Ein attackieren. Alles, aber das ist ein Ding. Den ich habe, ist halt überall auf dem Feld, kann ich mir einen aussuchen. Ja, ich mag meine Fähigkeiten so eigentlich. Deswegen werde ich die jetzt auch einfach mal nicht ändern. Suche draußen nach dem Kuhn. Cartman! Du hast meine Eltern eingesperrt. Du Spasti. Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden?
Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-tack, tick-tack. Zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Okay. Ich darf nicht schnell reisen. Das heißt, ich muss dahin laufen. Oh, Jungs, ich muss hier durch. Wer bietet dem Klaus die Stirn? Niemand! Ich muss hier durch. Das mache ich später platt. Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Ein Typ mit einem roten Hemd. Willkommen im Café Tweak. Ach, da ist er. Was kann ich für dich tun? Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist für dich. So ist brav, Neuer. Aber jetzt mache ich es dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Der Tod kommt in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Boing, ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Shitty? Oh, glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht, den Staat, Selbstjustizler. Und jetzt? Du musst dich stellen, allen gleichzeitig. Gruppenführer, Tingiaoma! Sechstklässler! Raisins Girls! Sie klauen uns unsere Jobs! Krebsmenschen! Haha, Selbstjustizler, alle sauer auf dich! Du bereit machen für Sterben! Ist er halt. Ach du Scheiße. Kampfstopp. Du kommst also Sechstklässler? Echt uncool! Zeit für Sterben! Hä? Zeigt uns Nacktfotos von euren Mamas und wir lassen euch leben! Hier den Thunder. Oh mein Gott, lass ihn in Ruhe! Okay, ich bin dran. Du kriegst auch eine Schnauze. Finger weg von meinem Süßi! Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Oh. Nein, den will ich behalten. Oh mein Gott, damit bin ich so fertig! Sieht aus wie Krebs, hilf den Menschen! Los! Oh fuck. Du vielleicht Shitty Ninjas zeigen, wie das geht? Hier kommt Tupperdose! Tupper Tornado Warnung! Au. Ich dachte, Ninjas können sich in Rauch verwandeln und so. Ja nicht, das ist kein authentischer Ninja-Move. Du bist quasi mein stärkster Typ. Nach mir. Spielen wir von den Hoch! Oh. Nee, spielen wir nicht. Oh. Gott sei Dank! Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke haut. Da! Ein Sturm zieht auf! Und der Tweak. Jawohl, wieder Yaoi, juhu. Freu mich schon. Immer da, Jung. Kimi no chikara wo boku ni chōdai. Ah, zwei de isshō ni ikō. Afure dashita Eros wa hitotsu tonari sekai wo mekasu. Yes, sir. Und Damage! Ihr Auftrag verkennen Kinder, nicht umgekehrt! Los, Mensch, wollen Sie nicht unsere Vertragsbedingungen? Ich drücke jetzt erstmal ein Burrito rein. Nice. Führe Gefechtsprotokolle aus. Zack. Und Super Tornado aktiv. Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten-Arsch. Ja. Genau. Und du bist jetzt tot. So, wer braucht Ninja-Sterne und Krebsscheren? Blitz und Donner! Blitzen. Weggeblitzt. Adresse neutralisiert. Zack, zack. Und den Krebsmenschen. Zu den Jungs.
Und nee, Na, und die Mobile-Nummer bitte! Ah, bye bye. Sagt Sanktion, aber mit Inklusion. Richtig. Ich hab gewonnen gegen alle. Okay. Cool. War auch nicht so schwer. Alles klar. Ich möchte das Rätsel lösen. Der Tod kommt in vielen Facetten. Ich würde jetzt behaupten, das Altersheim ist gemeint. Ansonsten wird mir jetzt nichts einfallen. Außer im Kino. Doch, natürlich. Im Kino sterben doch dauernd Menschen. Und zwar auf jegliche Art und Weise. Oder? Hätte ich jetzt gesagt. So, hier hoch. Der Tod kommt in vielen Facetten. In jedem verdammten Film stirbt doch jemand anderes irgendwie. Entweder ja. Das oder das Altenheim. Das hast du wirklich drauf. Jawohl, was ist das denn? Hier kann ich nicht mehr machen. Nee, alles klar. Okay, dann gehen wir jetzt die Leiter. Du. Nicht? Nicht im Kino? Ich meine, es hätte ja sein können. Dann ist es doch das Altersheim. Ach Gott, wie machen die das nur? Okay, geschafft! Ciao, bis dann! Yes, wir haben es geschafft. Okay, was haben wir hier? Nein, noch nicht. Nein, geht doch wieder! Nein, ich hab's verkackt! Egal. Hier, ne? Doktor. Nicht Doktor. Boah, ich bin hab schon so zwei. Diabetes zur Rettung! Diabetes. Nicht Doktor. Ich hab den Weg! Ich muss da durch. Okay, tschüss. Und da können wir doch genau hier noch. Einen Schlauch einmal reinblähen. Und dahinter hängt noch Yaoi. Jawohl, alles mitnehmen. Coolshed hat, was du brauchst. Ja. Coolshed. Gas rein. Ja! Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wir haben hier noch ein Kostüm. Okay, wenn der... Was? Nee, okay, ist ein anderes Bild. Ich dachte gerade, da hängt noch Yaoi. Hallihallo. Zack, da hängen wir ein neues Bild auf. 1 von 8 haben wir schon gefunden. Das ist auch schön. Aber jetzt zurück zum Tod in vielen Facetten. Anscheinend ist es nicht das Kino. Ich habe jetzt gemeint... Ja, schon, ich bin's. Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Keiner glaubt an dich, Cartman. Du bist einfach nur ein Spaß. Ich habe die Ereignisse verfolgt. Ich versuche, Cartmans Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Ja. Der Tod kommt in vielen Facetten, wird das Altersheim sein, denke ich mal. Wenn es das andere nicht ist, also wenn es nicht das Kino ist. Hallo, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Ich muss hier durch. Dankeschön. Ja, wunderschönen guten Abend. Anscheinend ist es nicht das Altersheim. Schade. Wo kommt denn noch der Tod in vielen Facetten? Freedom Pals, hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da! Alles klar. Keine Spur von ihm im Park, keine Raisins. Wo kann der noch sein? In Gemeindehaus. Gemeindegebäude vielleicht. Ich darf immer noch keine Schnellreise benutzen. Nee, halt. Area closed. Wie wär's da hinten? Können wir mal unseren Fliegefreund benutzen. Mal nachschauen, ob das funktioniert mittlerweile. Weil ich hab das mal probiert und da ging das gar nicht. Dann mal los! Boah, ist nicht so schwer! Okay, es funktioniert immer noch nicht.
Es ist immer die gleiche Animation. Das könnte ich jetzt 10 Minuten lang so machen. Es wird immer das gleiche passieren. Daher gehen wir jetzt einfach mal etwas durch die Gegend durch. Links runter. Okay. Tü-tü-tü. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. South Park hat eine Heldin. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden. Welcher verkauft den Tod? Welcher verkauft den Tod? Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Welcher Laden verkauft den Tod? Was meint er damit? Könnt ihr hier mal ein bisschen schneller recherchieren, wo Cartman ist? Geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Da hängt noch so ein Bild. Hört noch aufhängen. Okay, hier ist es anscheinend auch nicht. Alles klar, ne? Den Haufen habe ich schon mal gesehen. Den können wir jetzt bestimmt einfach wegschleudern, oder? Mit dem Sandblaster. Ich soll jetzt Sandblaster benutzen. Wo könnte Cartman sein? Geschafft! Heidi ho! Mann, hast du diesen riesigen Scheißhaufen weggeräumt! Ich hab auch dran gearbeitet, hab's aber nicht geschafft. Alles klar, Mr. Hanky. Du bist da, ich bin da. Schieß dir ein Foto. Jawohl. Oh ja, schmeiß das Teil an. Yeah, Mr. Hanky. Nice. Sehr gut. Ja, okay, sehr gut. Ich glaub, die kleinen Häufchen... Wo ist Cartman? Wo kann der Spacken denn sein? Ist er in der City Hall? Ne, der kann auch nicht sein. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch zu den Läden und suchen dort weiter. Der Tod in allen Facetten, meint der einen Waffenladen? Da wäre ich jetzt als nächstes hingegangen. Zu Jimbo. Nach oben links. Hey. Lasst schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lasst schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frau. Ich muss hier mal eben durch. Dankeschön, Dankeschön. So, hallo, guten Tag. Rede doch mit mir. Ich mach sonst keine Bilder mit Fans, aber du hast meiner Mama auf ihrem Weg in den Himmel geholfen. Cool. Schwuler Fisch. Alles klar. So, hey. Oh Mann, was für ein gut aussehender schwuler Fisch. Was geht mit dir? Fische sind gesprächig. Könntest du ihre Sprache, wüsstest du das? Klar, jedes Kind will ein Foto mit Seemann. Ja, klar. Seemann. Alle lieben Seemann. Dieses Bild wird viele Likes bekommen. Seemann. Seemann. Ja, ja. Samen. Ja, ich verpiss dich. Niemand will was von dir. Jimbos Waffenarsenal. Wir sind da. Und hier sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Vielleicht finden wir dort meine Eltern. Oder auch nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.